Hallo, hallo. Hi. Andrea hier und Dietmar von Wir müssen reden, deinem Beziehungspodcast. So, und nu? Immer noch ohne Jingle. Immer noch ohne Jingle. Dabei haben wir jetzt schon Angebote gekriegt, dass uns das jemand einspricht, einsingt und uns sogar Musik komponiert. Das finde ich total schön. Es kommt dann, wenn es dran ist. So ist. Und bis jetzt hat sich noch keiner von unseren Hörern beschwert, Gott sei Dank, dass wir keinen Jingle haben. Ja, ich wurde gerade überlegt, wir haben letzte Woche darüber geredet, hast du mir das gezeigt, dass wir jetzt auf Platz 36 der Relationship iTunes Charts sind. Also von dem her, am Jingle kann es nicht liegen. Glaube ich auch nicht. Okay. Also dann an der Stelle auf jeden Fall dann mal ganz, ganz vielen Dank an die vielen Leute, die uns da draußen zuhören und uns da so hochkatapultieren. Das ist total großartig. I like it. I like it too. Genau, was haben wir heute mitgebracht? Unter der Überschrift, dann siehst du mal, wie das ist. So, dann siehst du jetzt mal, wie das ist. Genau, wir haben ein ganz, praktisches Beispiel, hört sich komisch an. Ein Beispiel aus der Praxis, so rum. So sagt man das. So sagt man das. Genau. Soll ich oder? Ja, erzähl du, du hast es vorhin schon so schön zusammengefasst. Okay, also ein Beispiel aus der Praxis, das hieß mal, wie das ist. Folgendes trug sich zu. Es war einmal. Ein Partner hat einen sehr umfangreichen Job, was die Arbeitszeiten anbetrifft, dann ein sehr umfangreiches, zeitlich raubendes oder zeitlich räumlich einnehmendes Hobby. Und das nimmt ihm schon viel Zeit. Also im Sinne von, dass halt wenig Zeit für die Beziehung, für die Partnerschaft, für die Ehe ist. Und das ist erstmal so die Grundsituation. Und die Partnerin natürlich sagt, hey, wie schaut's aus? Hast du Zeit für mich? Oder diesen, es hat sicher viel probiert in der Vergangenheit. Und er hat es jetzt eben so bemerkt, so im Sinne von, ja, es ist vielleicht doch ein bisschen viel, was mich das Zeit kostet. Und jetzt habe ich aber gesehen, nächste Woche wollte ich mir Zeit nehmen für dich und da bist du komplett ausgebucht. Und dann kam die Aussage, ja, dann siehst du mal genau, wie das ist. Und das ist richtig übel. Also es ist beides gar nicht schön. Also es ist beides nicht schön in Form von, ja, wenn du einen Partner, eine Partnerin hast, die so mit vielen, vielen Dingen beschäftigt ist, dann kann es natürlich schnell passieren, dass du das Gefühl hast, ich bin völlig unwichtig. Und das, was wir gerne möchten in der Beziehung, ist, ich möchte das Gefühl haben, dass ich deine Nummer eins bin, dass ich für dich wirklich das Allerwichtigste bin. Wir reden immer von der sicheren Bindung. Wir wollen ganz gerne spüren, dass unser Partner, unsere Partnerin, wenn da Not am Mann ist, für uns alles stehen und liegen lässt und auch für uns da ist und dass es dem auch wichtig ist, Zeit mit uns zu verbringen. Oder ich jetzt sage, ich möchte, dass es dir wichtig ist, dass du Zeit mit mir verbringst. Wir gehen zusammen jeden Tag unseren Kaffee trinken. Das ist Zeit, die wir miteinander verbringen. Die ist wichtig für uns. Wenn du jetzt plötzlich sagst, ich habe keinen Bock, habe ich keine Zeit, nein, mache ich nicht mehr, dann würde ich würde alleine Kaffee trinken. Ja, genau. Andrea ist ja mittlerweile so süß, dass sie das in unseren gemeinsamen Terminkalender einträgt. Ja, sonst haben wir keine Kaffeepause mehr. Genau. Ich finde es sehr süß übrigens. Dankeschön. Ich auch. Damit du eben nicht alleine gehen musst. Damit ich nicht alleine Kaffee trinken gehen muss. Also nochmal, es ist ja unendlich wichtig, dieses Gefühl von meinem Partner, meiner Partnerin zu haben, zu bekommen, dass ich wichtig bin. Das Problem ist aber, wenn ich das ganz, ganz lange versucht habe zu kommunizieren, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht deine Nummer eins und dann auf diese Methode umsteige, das Gleiche zu tun, was du getan hast. Ich habe alles versucht, den zu erreichen, dem zu sagen, dass du arbeitest zu viel, dein Hobby ist zu aufwendig, deine Freunde brauchen zu viel Zeit. Wo bleibe ich eigentlich? Und so. Ich habe alles probiert. Also ich habe Vorwürfe probiert, ich habe Alternativvorschläge probiert, ich habe Betteln probiert, ich habe leise sein probiert, ich habe alles probiert. Und jetzt blieb mir nichts anderes mehr übrig. Dann mache ich es halt genauso. Scheinbar, genau. Dann mache ich es halt genauso. Naja, indem wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, und haben wir schon gesagt, im Endeffekt ist das die pure Verzweiflung. Also im Sinne von etwas genauso zu tun, um dem anderen zu zeigen, wie scheiße sich das anfühlt, ist Verzweiflung pur. Richtig.
Das Problem ist aber, es wird, du hast gerade gesagt, 0,00000000000 Du hast es sogar aufgeschrieben. 000 helfen. Weil in dem Moment, wo das passiert, wo diese Situation eintritt, wird der andere never ever sich hinstellen und sagen, ah, Mensch, gut. stimmt, Jetzt, wo du es. jetzt, wo du es genauso, jetzt habe ich es Jetzt geht mir verstanden. eine Laterne Du auf. hast so eine Laterne, hallo, ein Lichter mehr. Geht vor Hallo, mir auf. Ich hallo. hab's. Jetzt habe ich's verstanden. Du hast so recht. Es tut mir leid. Und ich werde das jetzt in Zukunft anders machen. Das Also, wird nicht passieren. ja, vielleicht haben wir Zuhörer, bei denen das schon passiert ist, wissen nicht, aber Dann würde ich wenn. mich freuen, wenn wir Nachricht kriegen. Genau, Als und ich bei gemerkt dir. habe, dass mein Mann das plötzlich genauso gemacht hat wie Dein ich, Ex-Mann. mein Ex-Mann, meine, dann, da habe ich's. Dann habe ich's, da habe ich's, da hab ich's, ich hab's, also. So viel Glühbirnen, wie mir da aufgegangen sind. Und dann war es plötzlich gut. Nein, das wird eben nicht passieren oder in den allermeisten Fällen halt nicht passieren. Und was passiert stattdessen? Wir haben zwei Verlierer. Wieder mal in einer Beziehung, die aus zwei Menschen besteht. Ein neues negatives Muster. Entschuldigung. Neues negatives Muster kreiert, was wir ja nicht wollen. Richtig, was heißt negatives Muster? Das bedeutet, dass jetzt, also einer dem anderen, wie du mir, so ich dir, die Dinge halt noch nicht mal mehr unter die Nase hält, sich noch nicht mal mehr beschwert, sondern einfach genau das Gleiche tut, was einen selber so verletzt hat. Und verletzt damit den anderen und damit werden zwei Menschen verletzt. Und wie kommen wir jetzt aus dieser Schleife raus? Also wie, du hast es gerade schon gesagt, es ist definitiv die pure Verzweiflung, es ist ein Hilferuf, nach Verbindung. Mir fehlt die Verbindung mit dir. Ich will mit dir verbunden sein. Ich fühle mich nicht sicher verbunden mit dir. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dir wirklich wichtig bin. Und den Hilferuf sollte man in der Beziehung wirklich, wirklich ernst nehmen. Ja, als wir, wie gesagt, uns im Vorfeld uns darüber unterhalten haben und gesagt haben, was könnte die Lösung sein, ist deinem Partner, deiner Partnerin halt zu sagen, wo du stehst. Im Sinne von, guck mal, ich bin so verzweifelt, ich habe so viele Dinge probiert. Also am besten nicht sagen alles, weil wir haben nie alles probiert, aber ich habe so viele Dinge probiert und ich kam nicht an dich dran. Ich fühle mich, in dem Fall war es sogar, ich bin die Nummer 3 oder 4 bei dir. Das will ich nicht. Das will niemand. Immer wollen wir uns einfach, vielleicht nicht immer, aber auf jeden Fall sehr, sehr oft als Nummer 1 fühlen. Weil immer halte ich auch für schwierig, aber das Signal ist schon okay, doch, du bist meine Nummer 1. So Naja, so oft ganz wie möglich. grundsätzlich meine Nummer eins. Ja. Also, das meinte ich damit. Nicht dieses, ich wäge in jeder Situation ab, gehe ich jetzt noch schnell einkaufen oder rufe ich meine Frau an. Darum geht es nicht. Es geht Sind so wir um wieder dieses. bei Happy Wife, Ja, Happy genau. Sondern es geht um dieses grundsätzliche Gefühl, diese grundsätzliche Haltung möchte ich ja von meinem Partner, von meiner Partnerin spüren. Ich bin ihm, ihr wirklich das Allerwichtigste. Und ich glaube, in so einer Situation kannst du schon auch das so, also ja klar, unser Tipp ist immer drüber reden, aber über was reden wir dann? Reden wir darüber, was du alles falsch gemacht hast? Nie hast du Zeit für mich, immer muss ich muss da gucken, dass ich in deinen haben Terminkalender. wir schon probiert. Genau, also das funktioniert ja nicht, sondern drüber reden heißt, hey, ich glaube, wir haben da ein gemeinsames Problem. Ich fühle mich so und so, ich kann dir davon erzählen, ich fühle mich tatsächlich nicht als deine Nummer eins und so wie du es gerade gesagt hast. Und weißt du, ich habe tatsächlich schon überlegt, genau das Gleiche zu tun wie ich, wie Genau. du. Und ich weiß aber, dass das uns nirgends hinführt. Ich weiß, dass das alles nur noch schlimmer macht. Also haben wir ein gemeinsames Problem. Hilf mir bitte, das zu lösen. Wie können wir es gemeinsam lösen? Weil es geht ja letztendlich immer um uns beide. Es geht darum, dass wir beide glücklich miteinander sind, dass wir als Team, als Paar, du hast mal gesagt, ein Problem hat, wenn einer ein Problem in der Beziehung hat, hat es nie nur einer, sondern es haben immer beide. Also geht es darum, wie kann unsere Beziehung gewinnen? Wie können wir miteinander gewinnen? Und darüber können wir sprechen und da hilft es nur, über unsere Emotionen zu, über das, was uns wirklich bewegt, zu sprechen. Genau. Und auch das hat man im Vorfeld schon, wann passiert es, ist im Sinne von,
Welche Position hast du in der Beziehung, Verfolger oder Rückzügler? Haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Solche Aktionen zu fahren, quasi den eigenen Terminkalender so voll zu ballern, damit ich dem Partner zeigen kann, guck mal, siehst du mal, wie das ist, ist eine ausgebrannte Verfolgerin. Die hat probiert, alles zu tun oder vieles zu tun, um ihn zu erreichen und hat es nicht geschafft und ist dann quasi, hat die Waffen gestreckt, beziehungsweise hat Ultima Ratio gezogen, also jetzt zahle ich es dir mit barer Münze heim. Genau, Und das. funktioniert ganz sicher nicht. Die Andrea hat es schon gesagt, die Lösung ist, über das zu reden, wie es dir damit geht. Zu sagen, okay, ich habe jetzt echt überlegt, dir das genauso anzutun oder heimzuzahlen, damit du siehst, wie das ist, wie sie das anfühlen. Das will ich aber nicht, weil es dann nur noch mehr Verlierer gibt in unserer Beziehung. Und das wollen wir nicht, und deswegen geben wir euch wie immer den Ratschlag, redet miteinander. Redet darüber, wie es euch geht. Und jetzt haben wir noch etwas, weil wir ja kurz, wir sind mitten im November, wir sind kurz vor diesen ganzen tollen Aktionen, die es da dann irgendwann demnächst im Internet gibt. Und dieses Jahr werden wir uns mal anschließen. Es wird also auch bei uns eine Black Friday, Black Saturday, Cyber Monday und was weiß ich was für Aktionen geben. Single Day ist Single Day übrigens ist schon durch und ist vorbei, auch durch. den haben wir verpuzzelt, weil wir im Kino waren. Aber es wird auch bei uns Aktionen geben, die dir genau dabei helfen, solche Situationen klarer zu kriegen mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Du darfst also gespannt sein. Schau einfach auf Instagram vorbei, folg uns da. Du findest alle Aktionen auf jeden Fall auch im Newsletter. Und wann immer du eine Frage hast und wenn bei dir das, dann siehst du mal, wie das ist, funktioniert hat, dann schreib uns davon. Das würden wir gerne wissen. Da Sehr sind wir gerne, neugierig. ja. Unsere Kanäle, alles findest du immer in den Shownotes. In diesem Sinne. Bis dann. Macht's gut! Tschüss.